Hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Pater Wachstumscoach, Psychologe. Ja, heute haben wir mal eine Mail, von wo es auch sehr viel um Bindungsangst geht. Ja, heute ist ganz spannend. Hier haben wir eine Beziehung, die an vielen Punkten eigentlich gut funktioniert und auch schon so eine gewisse Historie hat und wo man so ein bisschen das Problem sieht, was so entsteht. Das wird ja manchmal gefragt, was ist denn, wenn beide Partner so ein bisschen ins Minus gehen? Was ja eigentlich in meinen Mails relativ selten ist. Meistens haben wir einen ganz klaren Pluspol und Minuspol. Und hier ist aber so ein bisschen, das finde ich ganz spannend, was die Probleme, die entstehen, wenn beide so Rückzugstendenzen haben. Das ist natürlich manchmal nicht so gut, ne? Das versuchen wir uns heute einfach mal ein bisschen zu beleuchten. Kann man sicherlich nicht alles lösen. Heute ist der letzte Tag, wo ihr noch einsteigen könnt in Selbstliebe-Challenge, Anti-Drama-Challenge. Das ist, glaube ich, für viele Leute hier wäre auch ein guter Kurs, Selbstliebe natürlich auch. Und Manifestation-Challenge. Einfach auf liebeschipp.de findet ihr dann schon. Gut, die Zuschauerin ist Mitte 40 und wir gehen einfach mal rein. Hallo Christian, zunächst ein großes Dankeschön für deine Arbeit. Durch deine Videos und dein Buch habe ich manches verstanden und erkannt, was mich, meine Beziehung und auch meine Ehe betrifft. In meiner Kindheit finden sich entsprechende Themen und wohl auch in einer weiteren Biografie. Für Mitte 40 befand mich nur einmal in einer wirklich toxischen Beziehung im Pluspol, der allerersten als Teenie, und war die meiste Zeit meines Lebens in Beziehungen. Rückblickend befürchte ich, dass ich meistens eher im Minus gewesen bin. Bin schon mal fremdgegangen, mal eine kleine Lüge kommt vor, auch aktuell. Um es mir einfacher zu machen, weil es keine große Sache ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, was du jetzt mit kleiner Lüge meinst, aber ich kann euch nur raten, wenn ihr irgendwas in eurem Beziehungsleben verbessern wollt, dann seid fucking ehrlich. So. Also ja, natürlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht kommt mal irgendeine Unwahrheit vor, aber ich kann euch nur raten, so wenig wie möglich, wirklich, das, ich bin da, hab da eine ganz klare Meinung, so nicht, dass man das immer hinkriegt, das ist natürlich ein Prozess, aber seid so fucking ehrlich wie möglich, weil er bewegt sich am meisten, und das nicht zu machen ist, hat oft auch so ein bisschen was People-Pleaser-mäßiges oder, genau, das ist aber auch so ein Gedanke, den man Minuspol häufig hat, ich mache mir das Leben einfach ein bisschen einfacher, aber das ist natürlich immer schon so, oder kann ein Einfallstor sein, dass man so sein eigenes Ding macht und so den Partner da nicht so im Blick hat. Aber vielleicht sind es, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht bewerten, vielleicht sind es Kleinigkeiten. Aber da du es thematisierst, sage ich da natürlich was zu, ne? Aber ich vermute es mal, das war wahrscheinlich auch mehr in der Vergangenheit. So, aber also auch das in der Gegenwart, das wäre ganz wichtig. Einfach möglichst bei der Wahrheit bleiben, ne? Ich weiß, das ist nicht gut, also ich vermute deswegen mal, das war wahrscheinlich mehr in der Vergangenheit. Ich sehe heute, dass ich in allen Beziehungen nach wenigen Jahren keine Sexualität mehr zugelassen habe, habe das nie hinterfragt. Ja, ist natürlich, wie gesagt, kann häufig, so ein, abgesehen davon, dass es sowieso ein bisschen weniger wird, kann so ein Bindungsangstthema sein, absolut, ne? Fremdgehen passierte nur in Ausnahmefällen. Ja, wie gesagt, seht immer zu, dass ihr das nicht normalisiert oder so, ne? Also nicht, dass es nicht normal wäre in unserer Gesellschaft, aber so als Ziel für sich selber würde ich das nicht normalisieren, ne? Weil das Ziel sollte sein, ja, dass du so fest im Leben stehst und so auch so in deinen Werten verbunden bist und dann deine People-Pleaser-Sachen so abgebaut hast, dass du, ja, natürlich kann mal irgendwas passieren, aber dann wird es eben gesagt, fertig, ne? Für meinen letzten Partner mit Kind verließ ich meine Heimat und alles, was mir vertraut war. Auch wenn dieser Schritt wichtig war, ging es mir schlecht. Ich fühlte mich abhängig von ihm, fühlte mich irgendwie instabil, und nachdem er die Beziehung beendete, ging es mir auch nicht so gut. Sonst habe ich immer die Beziehung eher beendet. Ich glaube, ja, damit, mit dieser Beziehung, ging es mir auch gar nicht gut. Danach machte ich Beratung über viele Jahre, nach einigen Monaten kamen wir auf seine Initiative wieder zusammen. Ich kann es euch nicht mal, ich bin überhaupt kein Freund von Ex-Beziehungen, gar nicht. Ex ist ein Ex, weil, weißt du, du hast dich dann weiterentwickelt und dann gehst du aber trotzdem wieder in diese alte Energie zurück.
wie gesagt, klar, wenn man mal 10 Jahre zusammen war, hat er mal meinetwegen mal 3 Monate off, weil Midlife Crisis, alles kein Problem, aber ich bin überhaupt kein Freund von, wirklich, sucht euch jemand Neues. Aber gut, du schreibst hier, wir hatten gute, wertvolle Jahre, gut miteinander gearbeitet. Ist auch immer schwer mit so einer E-Mail. Ich, wie gesagt, sind ja auch nur begrenzte Informationen drin. Also wenn es gut war, war es gut. Ist doch alles gut, ne? Ich schwor mir nie wieder, mich 100% auf ihn einzulassen. Muss ich nochmal gucken. Also nach einigen Monaten kamen wir aus seiner Initiative wieder zusammen. Wir hatten gute, wertvolle Jahre, gut miteinander gearbeitet. Ich schwor mir, mich nie wieder 100% auf ihn einzulassen. Das passt ja, also irgendwie passt das ja nicht so richtig zusammen, ne? Aber wie gesagt, ich lese mal weiter. In jeder Beziehung war ich die letzten Jahre unzufrieden, konnte aber nicht mehr aktiv dran arbeiten oder es beenden. Vor der Beratung hatte ich zudem starke Probleme mit dem Alleinsein. Beim letzten Partner hoffte ich irgendwie inständig, er würde sich in eine andere verlieben. Ja, wie gesagt, ich will das ja alles jetzt gar nicht bewerten. Das ist natürlich so, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwie nicht raus, man kann es irgendwie nicht lösen und man ist unzufrieden, aber man findet, oder der andere benimmt sich aber auch nicht so daneben und man ist einfach unhappy, dann wünscht man sich manchmal, der andere würde es beenden. Das ist jetzt nicht unnormal, aber letzten Endes, wenn man nicht zufrieden ist, ist man nicht zufrieden so, ne? Ja. Ich sehnte mich nach Freiheit, vor acht Jahren lernte ich online meinen Mann kennen. Wir sind jetzt ein paar Jahre verheiratet, haben ein Haus. Vermute mal, das ist jetzt jemand Neues. Also dann hat es schon mal doch nicht geklappt mit dem letzten. Haus, Hund und bin wirklich glücklich, dass wir einander haben. Nach ein paar Jahren ein Trauerfall bei ihm, erneut Funkstille im Bett. Vermute mal jetzt von seiner Seite vielleicht. Es lief auch vorher mit angezogener Handbremse, eher seinetwegen. Chemie ist vorhanden. Dann begegnete ich 2023 einem Mann, der unheimlich viel auslöste. Solche Chemie hatte ich vorher noch nie erlebt. Also es ist wieder ein anderer Mann, okay. Es gab losen Kontakt und eine enorme Ambivalenz, die mich magisch anzog. Zwischen uns war was, es passierte aber nie etwas. Nach einigen Monaten ghostete er mich plötzlich. Naja, wie gesagt, das ist, also irgendwo hast du dich ja, also zumindest mit Texting oder irgendwie Gesprächen wieder auf jemand anders eingelassen, ne? Ich bin da einfach kein Fan von. Ich verstehe absolut, dass sowas passieren kann, wenn man so richtig in der Bindungsangst ist. Ich verstehe das. Man ist in der Bindungsangst. Dopamin schwemmt nicht mehr rein. Vielleicht hast du auch so eine Drama-Neigung. Schreibst jetzt nicht drüber, aber ist ja häufig. Man sucht dann wieder so dieses Dopamin, ne? Und aber wirklich, also man. Ich sag das ja auch in meinem Bindungsangstkurs, man muss nicht zusammenbleiben. Also wenn du sagst, ich kann es einfach nicht, ich brauche Abwechslung, ich brauche diesen, das sind so bewusste, erwachsene Entscheidungen, da musst du halt sagen, ja, dann ist das eben mein Weg so, ne? Aber ich würde sowas nicht versuchen, nicht parallel laufen zu lassen. Und ist wieder die Frage, hast du es denn gesagt jetzt? Na, wenn dann sagst du deinem Partner oder für eine offene Beziehung oder, aber dass dieses so Durchlavieren ist häufig auch Teil des Problems, so, ne? Ich mache mich auf die Suche, stolperte über deine Videos und beschäftige mich generell mit dem Thema Bindungsangst. Es gibt intensiven Austausch mit meinem Mann. Wir sehen beiderseits bindungsängstliche Themen. Ja, aber hast du ihm das auch gesagt? Fragezeichen. Ich habe seit dem gemeinsamen Haus, also nicht, dass man jetzt jeden Flirt sagen muss, aber wenn dann wirklich lange irgendwas beschäftigt und man ist vielleicht sogar verknallt und Chemie und schreibt sich, das würde ich sagen, ne? In der idealen Welt zumindest. Ich habe seit dem gemeinsamen Haus mehr denn je das Bedürfnis nach Freiraum. Ja, das ist ja jetzt wieder, jetzt habt ihr schon die zwei großen Bindungen, ne? Haus und Heirat, ne? Er selbst schildert, dass er seitdem häufig an das Liebesgefühl nicht mehr herankommt, aber er weiß, es ist da. Ich weiß, ich liebe ihn, will ihn nicht missen und ich genieße es enorm, wenn ich für mich bin und meine Ruhe habe. Seine Sexualitätsbedürfnis ist generell nicht groß, aber jetzt wieder da. Ich kann nicht, schreibst du hier. Schon der Gedanke daran macht Beklemmung
Und ich bekomme so Fluchttendenzen. Ja, ich meine, du hast ja geschrieben, du hast eine Beratung gemacht. Weil wahrscheinlich weißt du da, woran es liegt. Also es ist, wie gesagt, man kann natürlich jetzt auch weitermachen. Also es liegt ja scheinbar nicht an deinem aktuellen Mann jetzt, sondern dass es irgendwie in dir was gespeichert ist, was damit zusammenhängt. Ich weiß jetzt nicht, was du erlebt hast im Leben, wollen wir jetzt auch nicht drüber spekulieren. Dass es da irgendwas gibt. Ich meine, das können wir jetzt, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, in so einer E-Mail zu besprechen, aber irgendwas gibt, was, wo es hakt, und da muss man vielleicht da weiter gucken, so, ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unnormal. Man, je nachdem, wie der Lebensweg ist, kann sowas passieren. Ne? Ich weiß nicht, wie ich das wegbekommen soll. Er übt keinen Druck aus. In verschiedenen Bereichen ergänzen wir uns wunderbar. Wir brauchen beide enorm viel Freiraum und jeder hat seine Distanzierungsstrategien, was spannend ist, jetzt mal bewusster zu sehen. Wie funktioniert diese Beziehung? Was hält uns zusammen? Wir sind beide überzeugt, dass wir gemeinsam alt werden. Ja, das ist halt das Problem so mit Bindungsangst. Ne? Wie gesagt, das ist ein Prozess. Aber es kann auch mal sein, dass man die nicht hundertprozentig wegkriegt, und dann muss man halt eine Beziehung finden, die das so trägt, so, ne? Und ein Stück weit trägt auch eure Beziehung das ja, ne? Und klar, da hat man wieder, man hat natürlich dann, da hat man vielleicht eine funktionierende Beziehung, aber hat vielleicht wenig Sex. Das sind so diese Lebensfragen, die kann auch nur jeder letztlich für sich lösen. Da hat man vielleicht seinen Seelenfrieden, aber ja, es fehlt die Spannung wiederum, aber man kann natürlich auch, das ist ja auch Thema hier in meinem Buch, habe ich jetzt gerade nicht hier, Lang lebe die Liebe, meinem letzten Buch, könnt ihr gerne mal gucken bei Amazon. Das ist ja nicht unnormal, dass jetzt nochmal auch in anderen Beziehungen das vielleicht mal langweilig wird, dann kann man es versuchen, so ein bisschen anzutoxen, die Beziehung. Da könnten auch genau solche Gespräche helfen, oh, ich finde jemand anders gut, und also wieder so Spannung reinzubringen. Aber das wird jetzt nicht unbedingt solche Fluchttendenzen bei Sexualität, da müsstest du wahrscheinlich für dich nochmal gucken. Wir wissen um die Notwendigkeit, etwas zu tun für die Beziehung, und machen das. Da bleibt er mehr am Ball. Ich kann das länger laufen lassen. Wir wollen nicht bloß nebeneinander herleben. Ja, wie gesagt, in meinem Buch ist ja auch dieses Grundpflegeprogramm für Paare, ne? Das wäre auch immer wichtig, ne? Ein Date, jeden Tag mal sprechen, jede Woche ein Date, dass man wirklich dabei bleibt. Weil eine Beziehung muss natürlich gepflegt werden, ne? Das gilt für alle Beziehungen, ne? Wir wollen nicht bloß nebeneinander herleben. Wir wissen beide nicht, wer ein Plus oder ein Minus ist. Das ist erstmal nicht schlecht, wenn man das nicht weiß, weil dann heißt es, dann ist es gut, dass diese Rollen nicht so festgelegt sind, ne? Das kann durchaus passen. Ich kann launisch sein. Er ist häufig vorauseilend angepasst. Ja, das ist ja sowieso mit Plus und Minus. Je mehr man da reinguckt, umso mehr sieht man, dass das so ein Spiel ist, was beide spielen. Und wie gesagt, deswegen finde ich das eigentlich mal gut von Steffi Stahl mit passiver und aktiver Bindungsangst. Abgrenzen fällt ihm sehr schwer. Ich meine, das sind halt immer, wenn man sich nicht abgrenzen kann, vielleicht ist das ja auch ein Thema, wenn ich könnte ja sein. Das führt zu Bindungsangst, also das verschärft Bindungsangst, ne? Das ist ja mein Kurs, Modul 4, co-abhängige Bindungsangst. Dass man sich nicht abgrenzen kann, aber man muss es eigentlich, und dann kommt Bindungsangst, ne? Er arbeitet aber dran, ich kann das ganz gut, oftmals zu gut. Okay. Wie gesagt, Lackmustest ist immer ein bisschen, wie sehr ist man transparent in einer Beziehung, ne? Sagt man so wirklich die wichtigen Sachen, die man sagen muss? Weiß ich jetzt nicht, vielleicht hast du das alles gemacht, wunderbar. Aber wenn man so wichtige Sachen auslässt, wäre auch eine Anpassung, ne? Im freundschaftlichen Bereich bin ich sehr vermeidend. Ja, es gibt natürlich noch so, dass ihr bewegt euch ja auch auf die 50 zu, so wird man natürlich sowieso ein bisschen mehr für sich, also nicht alle Menschen, aber viele Standards steigen, man weiß, was einem gut tut, man weiß, dass man mit wie vielen Menschen man nicht klarkommt. Aber gut, es ist, wie es ist, wenn du damit happy bist, man muss es ja nicht, ne? Aber wenn du damit nicht happy bist, gilt auch da, Freundschaften pflegen, auch wenn man mal keine Lust hat, weil man einfach weiß, letztlich tut mir das gut, so, ne? Da ein bisschen gegen anarbeiten ist schon wichtig, ne? Oder kann wichtig sein, wenn man zumindest nicht zufrieden damit ist, zumindest, ne? Die meisten Menschen interessieren mich nicht, ich habe einen sehr guten, bindungsängstlichen Freund. Ja, ich glaube, du kommst mit Menschen wahrscheinlich gut da, die dir auch nicht auf die Pelle rücken. Also von daher, wenn du da Leute gefunden hast, ist das wunderbar. Auch da gilt das Match, ne? Auch bei Freunden, ne?
Treffen alle paar Wochen, auch mal Austausch zwischendurch, können uns absolut aufeinander verlassen, mehr Kontakt möglich, aber derzeit unnötig. Sagen wir nochmal ehrlich, die wirklich guten Freundschaften sind so lame, low maintenance. Das sind die Freundschaften, wo man sich ein Jahr nicht sehen kann und man kann direkt wieder anknüpfen. Das sind die wirklich guten Freundschaften. Deswegen, dass man sich vielleicht selten sieht, aber man ist trotzdem im Austausch, man kann jederzeit wieder anknüpfen. Das sind ja gut, dann hast du zumindest einen guten Freund, ne? Eine Freundschaft fast täglich besteht virtuell seit 11 Jahren. Das hört sich für mich nach einem guten Freund an. Allerdings sehe ich nun viel Schutzstrategie meinerseits. Ich nehme Tuchfühlung auf mit meinem inneren Kind und bin überfordert. Ich sehe so Mauern um mich herum und weiß auch nicht, wie ich da raus soll, ob ich das überhaupt will. Normalerweise müsste es sich ungut anfühlen, wenn mein Mann sagt, er kommt nicht an das Liebesgefühl oder ich sehe, er distanziert sich. Stattdessen finde ich es spannend und bin froh, dass er nicht jammert, klammert und es uns ähnlich geht. Ja, aber das ist auch eine Art von Intimität, dass man sich da abholt, wo man ist. So, ne? Und auch diese, also je mehr man Menschen kennt, umso mehr hat man auch so mit Ambivalenzen zu tun, weil man findet ja nicht alles immer gut, ne? Oder man ist nicht in dieser Verliebtheit oder in so einem Fantasiemodus und irgendwas Toxischen. Also je realer das wird, umso mehr, ja, ist es mal so, man guckt jeden Tag wieder neu und dann stellt man, ja, und das ist ja, und freut sich vielleicht auch, das ist, glaube ich, viele, die ihre Bindungsangst umarmen, was man auch tun sollte und ernst nehmen. Ja, klar freuen die sich auch mal, wenn der Partner auch mal weg ist oder wenn weniger Kontakt ist. Das heißt jetzt nicht, dass sie ihn nicht lieben, weil sie nicht mit ihm zusammen sein wollen, ne? Manchmal spüre ich kurz eine Unruhe, gehe innerlich einen Schritt zurück und fühle mich gewappnet, überlegen, stark, gerüstet, sicher. Wir versprachen uns, vor einer Trennung mindestens eine Paartherapie zu machen, was nicht ansteht. Naja, grundsätzlich werdet ihr natürlich schon ein paar, ich weiß jetzt nicht, ob das notwendig ist, aber ihr werdet schon ein paar, was für eine Paartherapie absolut in Frage kommt. Und vielleicht kommt ja mehr auf den Tisch und die Frage ist ja schon so ein bisschen, ob doch, also wenn du das Gefühl hast, irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, ist immer die Frage, kommt alles auf den Tisch, wird alles besprochen, weil das sorgt ja dann wieder für neue Nähe so, ne, oder für neue Spannung, von daher könnte euch vielleicht eine Paartherapie absolut helfen, das muss man ja, also die meisten machen den Fehler, dass die Paartherapie erst 5 nach 12 machen, so, könnt ihr mir schon vorstellen bei euch, ne. Das gibt große Sicherheit. Eine kleine Wohnung, Garten, Ferienhäuschen sind gedanklich weitere Möglichkeiten für etwas Distanz, um mehr Nähe genießen zu können. Ja, probiert euch da aus, ne? Er denkt auch an Beratung. Ich halte es für mich ebenso für sinnvoll und habe Angst jetzt davor, dass er Beratung macht. Das weiß ich nicht so ganz genau. Dass mir weggenommen wird, was mich schützt, mich stark fühlen lässt. Ich traue mich nicht mal an deine Bindungsangstkurse ran, weil ich so Angst habe, da nicht gut mit klarzukommen. Am entspanntesten bin ich meistens alleine. Ja, wie gesagt, es geht ja auch für dich. Du kannst ja auch weiter irgendeiner Form Beratung machen oder was weiter an dir arbeiten. Scheinbar gibt es ja, also das muss man ja nicht nur, muss man ja nicht nur einmal machen im Leben. Ne, wenn es notwendig ist, ist es notwendig. Ich weiß jetzt nicht. Ne? Also insofern guck da vor allen Dingen erstmal so auf dich, ne, ob du mit deinen Themen, ob du da jetzt so klarkommst oder ob du da mehr Unterstützung brauchst. Ja. Und wenn du es gerade nicht fühlst, irgendwelche Kurse zu machen, auch alles gut so, ne? Vielleicht ist da was anderes erstmal dran, ne? Ein anderer Mensch gibt mir unnötig das Gefühl, etwas zu sollen, enorm anstrengend. Ja, wie gesagt, das kann ich jetzt alles nicht. Für mich sind immer so die Fragen, sprecht ihr wirklich über alles? Ist er wirklich nicht needy? Weil da scheint ja so viel im Raum zu stehen, wo man sich schon fragt, kann man das nicht noch weiter abbauen? Vielleicht wäre da auch eine Paartherapie das Richtige so, ne? Das sind alles nur Ideen, ne? Weil auch da ist ja wieder so eine ganz starke Ambivalenz. Du hast, willst ihn nicht missen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was du mit dem meinst, dass mir weggenommen wird, was mich schützt, ob du damit jetzt Angst hast, dass das irgendwas ist in einer Beziehung oder dass er nicht mehr will. Andererseits suchst du diesen Freiraum, da scheint es eine Menge Ambivalenzen zu geben. Ja, da kann man in der Paartherapie dran arbeiten, kannst du natürlich auch mit dir weiter dran arbeiten, ne? Und offensichtlich gibt es da ja noch ein Package, was man angehen darf, so, ne? Ich folge dem häufig nicht, ziehe mich innerlich zurück. Ja.
also du musst die Beziehung führen, die du führen musst. Wenn du dich zurückziehen musst, musst du dich zurückziehen, so, ne? Aber wie gesagt, da ist halt Kommunikation total wichtig, ne? Dass man immer wieder mit dem Partner redet. Also ich weiß, das fällt natürlich vielen Bindungsängstern schwer, aber dass man sagt, so, ich brauche das jetzt, das kann ich jetzt nicht, jetzt kann ich Nähe zulassen, jetzt nicht, jetzt habe ich die und die Themen. Aber ich weiß natürlich auch aus anderen Paartherapien, man kann nicht alle Probleme mit dem Partner lösen, wenn man so eigene Themen hat. Ja, muss man die auch selber angehen, ne? Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fühlst du es auch einfach nicht mehr so. Vielleicht willst du auch mal wieder allein sein. Ich, wie gesagt, das ist alles, ich kann nur so Fragen stellen hier. Hoffe, du kannst da was rausziehen. Bei meinen Menschen gibt es, in Anführungsstrichen, gibt es auch entspannte Momente und Phasen. Neuerdings frage ich mich, ob meine Beziehungen weniger aus einem tiefen Bindungsbedürfnis entstanden sind, sondern auch daraus, dass mir andere bei meinen Ängsten beistehen. Leute, wir führen nicht nur Beziehungen der Beziehung willen, sondern auch, um daraus was zu ziehen. Das ist völlig normal, das ist total in Ordnung, ne? Zum Beispiel, weniger Angst zu haben im Leben oder sich geschützter zu fühlen oder nicht so allein zu sein, das ist völlig in Ordnung. Also natürlich wollen wir jemanden nicht so total benutzen für irgendwas, für unsere eigenen Bedürfnisse. Aber natürlich nutzt man, also es ist so ein, auch das ist wieder so ein, soll ich mal sagen, aber jetzt mit jemandem zusammen zu sein und ihn gar nicht zu nutzen, das gibt's auch nicht so, ne? So, was weiß ich, und wenn es dafür ist, die Waschmaschine hochzutragen oder so, natürlich nutzt man, ich nutze jetzt mal das Wort nutzen, nutzt man den anderen für irgendwas. Das ist ganz okay, ne? Ja, auch bei, hierbei bin ich sehr vermeidend. Kann das sein, dass ich meine Partner benutze für sowas? Ja, wie gesagt, ich höre auch ganz viel Fragen, oder ich, wieder eine Frage, gibt es Fragen, ob du überhaupt mit ihm zusammen sein willst noch? Das sollst du natürlich ernsthaft angucken, so, wenn es wirklich nur noch so ein Dahinlavieren ist und es gibt einfach keine Highlights mehr und trotz allem Bemühen, aber dann wäre natürlich wirklich eine Paartherapie gut, wissen wir es auch nicht und gibt nur Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also wie gesagt, das sage ich auch allen Bindungsängsten immer, man muss nicht mit jemandem zusammen sein, nur um jetzt zwanghaft, sage ich mal, Bindungsangst zu bearbeiten. Wenn es einfach nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr so, ne? Aber ich weiß es nicht, ob ihr an dem Punkt seid, das ist alles nur Fragen, ne? Und ich frage mich, wie zwei Menschen mit so bindungsängstlichen Tendenzen eine Beziehung führen können. Ja, also erstmal kann man natürlich sagen, ihr beide kennt das, deswegen versteht ihr euch auch. Da kann das natürlich funktionieren, absolut. Grundsätzlich sagt man natürlich immer, dass es besser ist, wenn einer bindungssicher ist, aber die zieht man halt selten an, weil das nicht von der Anziehung her nicht so richtig passt. Man zieht ja mehr jemand, also oft zieht sich ja Plus und Minus an. Ihr habt jetzt schon zumindest, das ist gut, finde ich, dass ihr beide euch eure Minustendenzen bewusst seid und die auch thematisiert und auch lebt und dass da auch so eine gewisse Passung gibt. Vielleicht, also manchmal ist es aber mit zwei Minusmenschen auch so, dass dann der Drive fehlt, dass beide nicht so richtig in einer Beziehung sind und dass dann Beziehung irgendwie so ausblutet, ne? Also von daher wäre es, glaube ich, schon wichtig, dass ihr Sachen zusammen macht und natürlich sollte es auch irgendeine Form von Sexualität geben. Wie gesagt, das überschreitet jetzt definitiv die Mail, warum du da jetzt Flucht in den Sinn hast, kann ich den, weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht spekulieren. Ja. Also gesagt, eigentlich sagt man immer schon besser, aber das ist so schwer herzustellen, dass einer bindungssicher ist, so, ne? Das allein ist jetzt aber nicht ein Grund, eine Beziehung in Frage zu stellen. Nur diese Themen, die ihr habt, könnten schon darauf hindeuten, dass da ein bisschen viel Minus ist bei euch beiden, so, ne? Und da muss man, wie gesagt, dann geht es aber schon darum, wieder nicht nur sich immer zurückzuziehen, sondern auch sich näher zu kommen, zu daten, all diese Sachen zu machen. Und wenn das aber nicht möglich ist, ja, dann könnte eure Beziehung echt in Schwierigkeiten kommen, ne? Siehst du mich im Minus? Ja, definitiv sehe ich da ein Minus. Ob wer jetzt mehr Minus ist, weiß ich nicht. Kannst du mir nochmal Mut machen, mich auf eine erneute Beratung einzulassen? Natürlich, mach das. Wirklich, da gibt es ja so viele Themen. Macht das, ne? Wirklich, ich kann immer nur wieder jedem zusprechen. Sucht euch Hilfe vor Ort, holt euch Unterstützung, viel hilft viel, so, ne?
wirklich, was auch immer ihr da macht, was da jetzt richtig ist, weiß ich natürlich nicht, aber macht das, wirklich. Das wird ganz sicher, dass dir das helfen wird. Ne? Würde mich freuen, wenn jetzt wieder etwas einfällt. Ja, war mal etwas andere Mail. Ich hoffe, du und ihr konntet da was rausziehen. Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.